Moin Moin! Herzlich willkommen! Ja, jetzt habe ich schon Moin Moin gesagt, aber ist das doch Gesabbel. Viel zu viel Tags. Ja, Moin! Also, was machen wir? Wir sind dabei, immer noch Feld 45 zu ehren und ich habe eine schlechte Nachricht. Mein Safe Game hat sich zerschossen. Ja, nicht so schön. Musste da... Ja, was musste ich denn da? Ich habe, tatsächlich da massive Probleme gehabt und er hat meine ganzen Einstellungen nicht mehr gefunden und ja, war weg. Und Feld 45 war unangetastet. Ich hatte auch Feld, was ist das da unten auf der kleinen Insel, da muss ich mal eben gucken. Das Feld 43 war noch nicht gekauft und so und auch Grasfeld 7, die Rüben sind noch nicht ab. Ja, ärgerlich, 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 aber egal, kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich bin jetzt hierbei und hab mal angefangen, die Drescher hier wieder einigermaßen vernünftig einzustellen, sodass wir hier dann halbwegs vernünftig ernten können. Ja, da sind wir jetzt bei. Sind also jetzt alle vier Drescher wieder unterwegs. Ich habe hier einmal außen ein Vorgewende so gemacht. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt alles hier so halbwegs gut läuft. So, ja, er lädt wieder nicht ab. So, also mir wurde gesagt, ich muss auf OK drücken und dann speichert er die Rohrposition. Ja, ja, wollen wir mal schauen, ob das denn so passt. Ich weiß, dass ich jetzt natürlich auch falsch stehe. Wir gucken mal. Vor allem, bis ich gerade hier die Aufzeichnung gestartet habe, passte das alles mit den Abfahrern gerade. Naja, vielleicht war aber auch nur der andere mal bisher abgefahren. Ich kann es nicht sagen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, seht ihr, haben wir hier zwei Überladewagen, vier Drescher am Laufen und drei Abfahrer dann, die das dann zum Hofsilo fahren. So. Sehr schön. Klappen wir wieder ein. Und dann gehen wir mal gucken, was hier so auf dem Feld los ist. Weil da ist ja bestimmt auch gleich wieder Alarm im Hafen sozusagen. Sprich, Drescher sind voll. Und da kann er jetzt natürlich einfach mal stumpf hinfahren und Drescher abtanken. Diese 30 km/h, die ich hier als Feldgeschwindigkeit eingestellt habe, die gehen mir zwar so ein bisschen auf den Keks, weil es ewig dauert, aber wenn ich schneller mache, haben wir ja gesehen, fährt er an den Dreschern vorbei und tankt die nicht richtig ab. Und das hat dann ja auch keinen Sinn. Keinen Wert. Wurde übrigens gefragt, was denn die Einstellung im Courseplay bei einem Drescher Drescherverband sagt, das sagt aus, also reime ich mir das zusammen, so habe ich das gesehen, dass die Drescher eben warten, so wie es hier jetzt der Fall ist. Der eine Drescher steht jetzt hier hinten und wartet und hält einen bestimmten Abstand zu diesem Drescher, einfach weil er weiß, okay, ich arbeite im Verband mit dem und wenn der nicht fährt, dann kann ich auch nicht fahren, weil ich den dann irgendwann hinten drauf fahren würde. Und ja. Dann fahrt jetzt parallel, schön nebeneinander her und alles wird gut. Wir kaufen gleich noch ein Feld und düngen das auch nochmal eben schnell, obwohl ich gar nicht weiß, ob das noch was bringt, wenn ich es jetzt nochmal düngen, weil es eigentlich schon erntereif ist, aber
Den haben wir ja mal schön abgetankt. Der nächste Lexion steht irgendwo mit 100%. Einer hat schon wieder 80%. Ja, hier muss das jetzt aber auch mal ein bisschen vorangehen. Gut, der fährt natürlich dann auch gleich voll durch die Frucht. Aber es funktioniert hier. Das ist ganz cool. Scheinbar. So, Klaas Axion hat den Überladepunkt erreicht. Und er entleert sich. Ja, ein Drescher, wie gesagt, den hatte ich einmal... Nee, hatte ich noch gar nicht gesagt. Ein Drescher hatte ich einmal rumgeschickt. Praktisch ein Vorgewende außen zu machen, damit ich nicht wieder das Problem im Abtanken am Deich habe. Den habe ich jetzt praktisch schon aufs zweite Vorgewende gesetzt. Das heißt aber natürlich, wenn der abgetankt wird, fahren wir immer durch die Frucht. Ich hätte natürlich auch komplett alles einfach entgegen dem Uhrzeigersinn machen können. War auch ein Hinweis aus der Community. Dann wären die Abfahrer aber immer durch die Frucht zum Abtanken gefahren und das wollte ich nicht. Wobei, das wird nachher sowieso passieren, wenn dann die Bahnen gefahren werden, wenn die Vorgewände vorbei sind und so. Aber, naja, so hat eben jeder sein Päckchen zu tragen. Ja, wie gesagt, mir geht das tierisch auf den Keks. Ich habe lange probiert, den Spielstand wieder herzustellen aus dem Backup und so. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Und deshalb muss ich dann einen etwas älteren nehmen. Und ja. Jetzt am Freitag gibt es... Livestream. Samstag auch. Ich hatte ja gesagt, Samstag gibt es keinen, weil ich arbeiten muss. Das hat sich erledigt. Ich muss Samstag nicht arbeiten. Samstag gibt es auch einen Livestream. Dafür wird es wahrscheinlich Sonntag keinen geben. Das weiß ich noch nicht. Sonntag wollte ich mich eigentlich mal wieder ransetzen und ein bisschen ein bisschen an den Mods weiterarbeiten. An meinem Zwischenlager. Da wollte ich eben ja noch ein neues Zwischenlager bauen. Und an meinem Transportpack will ich noch ein bisschen arbeiten. Und das hatte ich eigentlich für Sonntag mir vorgenommen, aber vielleicht mache ich auch Sonntagabend nochmal spontan was. Also ich muss auch gucken, wie weit ich komme jetzt mit den Aufzeichnungen von den Let's Plays, weil ich im Oktober dann auch nochmal eine Woche frei habe, wo ich auch nicht am Computer bin und deshalb auch nicht zum Aufzeichnen kommen. Das heißt, bis da, also dafür muss ich dann auch die entsprechenden Folgen vorbereitet haben. Okay, und ja. Und, haha, es gibt ein neues Projekt. Neues Projekt hier auf YouTube von mir. Und da werdet ihr Sonntag 16 Uhr die erste Folge sehen. Und danach, hat auch hier mit dem Alice zu tun, ich erzähle euch nachher noch etwas mehr hier in der Folge, aber jetzt noch nicht. Sondern erst Richtung Schluss ein bisschen Spannung aufbauen. Und ja, dann wird es insgesamt immer jede Woche drei Folgen geben. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Aber ganz wichtig, diese Woche nicht Samstag, sondern erst Sonntag. Und ja, jeweils um 16 Uhr. Und was das genau ist... Dazu komme ich dann gleich nochmal. Wir gucken hier erstmal zu und freuen uns des Lebens, dass das hier alles so super toll funktioniert. Mit diesem automatischen Abfahren. Das sind jetzt eigentlich immer noch meine drei Abfahrer. Stehen die da oben noch? Nee, da kommt sogar zum Beispiel gerade einer wieder. Er ist gerade schon zum Hof gefahren. Und ich glaube, da habe ich sogar schon was am Fahrwerk geändert. Ich weiß gar nicht, ob ich das, was ich geändert habe, hier jetzt schon... in den Spielstand mit reingenommen habe, in den Mods-Ordner oder nicht. Was der etwas, ne, so richtig super zu lenken, ist er immer noch nicht. Also habe ich das entweder noch nicht reingenommen oder es hat einfach noch nicht so gut funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall funktioniert das automatische Abfahren auch. Einmal wenden und wieder hinten in die Schlange stellen.
Boah, voll hinten drauf. Warum erkennt er denn nicht, dass da was steht? Ist der denn doof? Durchdrehende Reifen. Nee, da musst du eigentlich einfach nur im Verkehr feststellen. Wie auch immer. Müssen wir uns mit beschäftigen. Oder auch nicht. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch ein Feld kaufen. Und zwar wollte ich hier Feld 37 noch kaufen. Weil da ist nämlich auch Gerste drauf. Und Gerste haben wir sonst gar nicht. Ah, die ist noch wachsend. Ja, das macht ja nichts. Kaufen. So, haben wir gekauft. Und hier oben haben wir nämlich passend gar nicht weit weg. Habe ich einen Düngerstreuer stehen, der mir gerade Feld 43 gedüngt hat. Und den fahre ich jetzt eben schnell da runter, dass er mir da unten das Feld noch düngt. Ja, das mit dem Safe Game, das hat mir heute locker eine Stunde oder anderthalb geklaut. Das hat mich echt aufgeregt. Aber sowas von. So, und dann fahren wir hier mal hin, um das Feld mal zu düngen. Den Kurs speichere ich nicht, weil das Düngen mache ich ja sonst nicht, weil ich ja immer mit einer Sämaschine arbeite, die auch düngt. So, der Klaas Axion hat den Überladepunkt erreicht. Guck ich mir gleich an, ob er denn jetzt ablädt. Ne, er lädt nicht ab. Was für ein Scheiß. Entschuldigung für diese harten Worte. So. Das kann doch nicht sein. So. Rohrposition speichern. Jetzt sage ich okay. Da hat er die angeblich gespeichert. Das heißt, wenn ich die jetzt wieder hochfahre und hier dann auf diesen grünen Pfeil klicken, müsste er die eigentlich wieder anfahren. Macht er auch. Cool. Okay. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Feld 37 ist eh schnell fertig. Schnell gedüngt. So, der Kipper ist voll, das heißt, der fährt jetzt ab. Der nächste kommt hier gleich hinterher. So, genau so möchte ich das sehen. So soll das Feld eigentlich komplett autonom geerntet werden. So, wir haben noch 40 Sekunden. Dann kann ich euch ja, brauche ich ja nicht weiter auf die Folter spannen. Also, ich habe gesagt, ein neues Projekt. Sonntag 16 Uhr die erste Folge und dann immer dienstags, donnerstags und samstags 16 Uhr. Ja, ich schließe mich dem Hype an. Ich habe das ja auch schon angekündigt. Es wird ein Projekt auf der Matchmap werden. Ja, ich spiele die Matchmap. Wir spielen nur zu zweit. Wir werden zwei Spieler sein, wir werden kein Lohnunternehmen haben, wir werden auch kein Team haben. Der Hintergrund ist einfach, dass wir zum Aufnehmen nur sehr, 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 sehr begrenzte Zeit jeweils haben.
Und wenn wir jetzt, je mehr Leute wir werden, umso schwieriger wird es, gemeinsame Zeiten zu finden. Es wird auch höchstwahrscheinlich keine Livestreams geben, sondern es wird wirklich immer nur 3 Folgen pro Woche geben. Wir wissen noch nicht, wie lang die Folgen jeweils werden. Das müssen wir alles noch besprechen. Das steht noch nicht fest. Und ja, wir werden mit Cosplay-Helfern arbeiten. Also Helfer darf man einstellen. Wir werden auch nur die leichte Version der Matchmap spielen. Einfach damit wir durch diese 3 Folgen pro Woche kommen wir ja sonst gar nicht irgendwie ans Ziel. Und ja, ihr fragt jetzt bestimmt, mit wem ich denn spiele oder gegen wen ich denn spiele. Und ja, soll ich euch das jetzt schon sagen oder erst morgen? Nein, ich sag's euch jetzt. Ich bin ja kein... Bin ja nicht so gemein, wie alle immer sagen. Ich bin ja nett. Ich spiele gegen Experience. Ja, wir haben uns irgendwie zusammengefunden, haben uns darüber unterhalten, haben gesagt, das wäre eine gute Idee. Und ja, Experience wird das auch dementsprechend aufnehmen und dann aus seiner Sicht das zeigen. Und wir müssen mal gucken, ob wir dann die ganze Zeit im Teamspeak miteinander reden und jeder mitkriegt, was der andere sagt, was, glaube ich, ziemliches Chaos werden würde. Oder ob wir sagen, wir machen Teamspeak dann auf Push-to-Talk, sodass ich dann mit dem Jens einfach nur sprechen kann, wenn ich ihm was sagen will und er dementsprechend auch mich explizit ansprechen muss. Das sind alles Sachen, die müssen noch geklärt werden. Wir haben also auch noch keine Folge aufgenommen. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die Mods verständigen, die wir haben wollen. Und da müssen wir so Details klären, Startkapital und so weiter und so fort. Das erstmal alles einrichten mit dem MP-Manager. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht online machen. Da brauchen wir keine Zeit mit in den Videos verschwenden, sondern das soll eigentlich schon alles fest sein. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine weitere Reihe NF-Match-Map freuen mit Experience und Friesenjung. So, in diesem Sinne war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Kommentar und ein Like. Schreibt auch mal, was ihr über das Match gegen Experience denkt. Und dann sehen wir mal weiter. Morgen ganz normal die Donnerstagsausgabe. Freitag ganz normal natürlich auch. Und dann gibt es am... das ist ja jetzt hier auch doof. Jetzt fährt er da erstmal stumpf gegen oder was? Ja, und am Freitag gibt es dann... Livestream, Samstag auch. Und ich habe auch Leute, beziehungsweise nicht nur Leute, alle von meiner Warteliste, die sich beworben haben zum Mitspielen, habe ich angeschrieben. Diejenigen haben Zeit, bis Freitag 12 Uhr sich bei mir zu melden, also auf die E-Mail zu reagieren. Einige haben sich schon gemeldet, haben gesagt, yo, super, klar, bin ich dabei. Erstmal geht es nur in Teamspeak, dass wir uns ein bisschen beschnuppern sozusagen. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann kann man auch gerne mitspielen. Wir haben allerdings nur 4 Plätze zu vergeben und es sind 14 Leute auf der Warteliste. Einer hat schon gesagt, er spielt jetzt woanders mit, er hat kein Interesse mehr, was völlig okay ist. Den habe ich dann von der Warteliste dann eben dementsprechend entfernt. Und die einer hat hören lassen oder hat gesagt, dass er einfach Freitag keine Zeit hat. Das heißt, er bleibt dann weiter auf der Warteliste. So, jetzt war's das aber. Wir überziehen schon viel zu lang heute. In diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.